Ich konnte als Kind und als Jugendlicher wahnsinnig viel sehen, ausprobieren und einfach machen. Das ist in Leipzig relativ simpel, weil es gibt ein sehr reichhaltiges kulturelles Angebot. Kinder haben oftmals nicht die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren oder einfach zu machen und festzustellen, okay, ich bin vielleicht nicht Mainstream mit meiner Meinung, aber das ist auch okay. Kulturlabor ist ein Versuchsraum. Also es ist eigentlich die Verbindung oder soll die Verbindung sein, das verändert sich ja immer so ein bisschen, Dinge sind im Fluss, soll ein Raum sein für verschiedene künstlerische Sparten. Ob das Tanz ist, ob das Musik ist, ob das Malerei ist, ob das Literatur ist. Es soll sich eigentlich alles hier treffen und im Idealfall auch mischen. Die Idee des Wächterhauses entstand in Leipzig, weil Leipzig hatte früher mit abnehmenden Bevölkerungszahlen zu kämpfen, speziell nach der Wende. Es gab viele leerstehende Häuser und wann immer Häuser leer stehen, gibt es Vandalismus, gehen sie kaputt, weil sich niemand drum kümmert. Deshalb hat der Verein Haushalten beschlossen, okay, wir probieren die Eigentümer ausfindig zu machen und die Räume zu füllen mit Leuten, die da produktiv, kreativ was tun wollen. Die kriegen das für eine bestimmte Zeit gegen Betriebskosten oder gegen eine geringe Miete. Und somit ist den Leuten geholfen, weil sie kriegen Raum. Und den Häusern ist geholfen, weil die Leute, die die Räume benutzen, die kümmern sich darum. Die Kombination Bilder und Tanz ist natürlich besonders gut oder einfach, weil da, wo getanzt wird, braucht man viel Platz und hat nicht so viel rumstehen und hat freie Wände und kann das kombinieren. Deshalb hat sich das sozusagen angeboten und Sophia hatte von vornherein gesagt, dass sie mit den Künstlern im Haus zusammenarbeiten möchte und dass sie da auch Bilder an der Wand haben hier möchte. Man muss sich vorstellen, dieses ganze Haus ist voller Maler, wie zum Beispiel Paul Wendt, der die Bilder hinter uns gemacht hat oder all die Bilder, die hier rundherum hängen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Maler, die im Haus arbeiten. Es ist auch gut, dass es eine Community gibt, dass man mit verschiedenen anderen Künstlern zusammenarbeitet, dass es Austausch gibt und dass es natürlich auch ein Ort ist, der zentral für Kunst und Kultur bekannt ist und viele Besucher kommen und sich interessieren. Leipzig ist eine sehr schöne Stadt und hier tut sich wahnsinnig viel. Es ist eine sehr lebendige, sehr junge Stadt und es wird immer schwieriger, Räume zu finden, wie diesen hier. Also am Anfang, als wir uns gegründet haben, sind wir praktisch wie Detektive durch die Straßen gezogen und haben an den Häusern geklingelt und gefragt, ob die Bewohner die Eigentümer vom Nachbarhaus kennen, was leer steht. Mittlerweile ist es so, dass die Eigentümer in der Regel auf uns zukommen, weil das eine sehr unkonventionelle und pragmatische Möglichkeit ist, Räume zu nutzen oder sein Haus wieder zu füllen, erstmal da ein bisschen Leben reinzukriegen. Leute, die sich mit dem Objekt beschäftigen, die behandeln auch das Haus dann viel besser und viel pfleglicher, weil eben man selbst alle Elektroleitungen im Haus gelegt hat, auf der Etage zum Beispiel, oder sich selbst ein Klo reingebaut hat. Also auch ganz viele Sachen, die Leute in ihrem bisherigen Leben oft noch nie gemacht haben. Wenn es aktive Menschen vor Ort gibt, die sowas stemmen können, kann man die Konzepte sehr gut in andere Regionen übertragen. Man hat in jeder Stadt irgendwo Leerstand. Und unsere Aufgabe hier in der Stadt wird in Zukunft auch verstärkt sein, Räume aufzuschließen, Räume bereitzustellen für Kreative, für Subkultur, für Start-ups, für Vereine, also für jeden, der irgendwie Raum braucht. Da wollen wir auf jeden Fall ein Angebot schaffen.